Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und tatsächlich heute nicht zu irgendeinem normalen Video. Ihr merkt schon, heute gibt es einen Vlog. Ich muss jetzt gleich zur Uni, schreibe einen mega beschissenen Niederländisch-Test. Bock wirklich überhaupt nicht. Danach wollte ich nach Roermond fahren. Ich muss noch kurz Pakete bei meiner Oma abholen. Die packen wir auch zusammen aus. Also heute gibt es einfach so einen kleinen Alltagsvlog. Ihr habt es schon oft gewünscht, dass ich sowas mal ein bisschen öfter mache. Und deswegen nehme ich euch heute mit in die Uni. Der Test wird, ich bestehe den nicht. Also ich werde den niemals bestehen. Und danach gehen wir ein bisschen shoppen, gehen ein paar Pakete auspacken. Ich muss euch auch so noch ein paar Sachen zeigen. Auch von meinem Autounfall wollte ich euch ein bisschen erzählen. Ich mache mich ready. Dann fahren wir los zur Uni. Ich weiß nicht, ob ich da so viel filmen kann, weil ich bin halt in der Uni. Ich will jetzt da nicht irgendwie rum Film und nachher werde ich noch exmatrikuliert. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, let's go. Ich muss jetzt auch erstmal gucken, was ich überhaupt anziehe. Ich glaube, ich gehe mit der beigen Card Cargo. Und dazu passend nehmen wir diesen neuen grünen Hoodie hier von Returnity. Mag ich auch sehr gerne. Das ziehe ich jetzt an. Und das wäre einmal mein Outfit. Wir haben weiße Air Force, Card Cargo, Returnity Hoodie, weißes Shirt, Cap. Und that's it. Ist ein cleaner Fit, jetzt nicht mega krass, reicht für die Uni. Müssen wir am Boden bleiben, auch für die Uni muss man sich jetzt hier nicht irgendwie todes aufseilen. Es ist immer noch die Uni. Ein Actimel am Morgen, darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt bin ich aber wirklich ready und clean, wir können los. Nochmal ganz kurz jetzt zum Test in der Uni. Und zwar schreibe ich jetzt gleich einen Niederländisch-Test. Liegt daran, ich studiere, wie vielleicht die meisten von euch wissen, in den Niederlanden. Und zwar in Venlo, um genau zu sein. Ich studiere Marketing-Management, damit die Frage nicht auch wieder kommt. Und die ersten beiden Semester haben wir halt eben Niederländisch als Fach. Einfach so, um das Land, die Kultur und die Sprache ein bisschen besser kennenzulernen. Ist wirklich auf Grundschullevel das Fach. Also ist jetzt auch nicht anspruchsvoll. Aber ich schreibe da gleich einen Test. Grammatik, Vokabeln, wirklich wie in Englisch damals 6. Klasse. Und ich habe halt wirklich überhaupt keine Motivation, dieses Fach zu lernen, weil ich die Sprache auch nicht lernen will, also ist es ein bisschen schwierig. Ich habe auch heute nur dieses eine Fach, also sonst fällt alles aus. Also ich bin heute wirklich maximal eine Stunde in der Uni. Drückt mir die Daumen, wünscht mir Glück, dass ich diesen Test irgendwie bestehe. Ich brauche eine 5,5 zu bestehen. 10 ist das Beste bei uns. Das heißt, ich muss so ein bisschen mehr als die Hälfte richtig haben. Wird schon. We made it, Netherlands. So, wir sind bei der Grenze. Ah, Kuss, jetzt darf man nur noch 100 fahren. Ah, ich liebe Holland. Aber jetzt kommt der nächste Kampf, und zwar einen Parkplatz hier zu finden. Es ist jedes Mal aufs Neue so schlimm, Alter. Bitte, 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 bitte. Sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. So, zack. Bei dem Anblick, da geht mir doch das Herz auf. Es geht auf. Habt ihr gelernt? Das Ding ist, das waren so 6-mal Vokabeln oder so. Das war machbar. Hast du mal gesehen? Ne? Ja, ich weiß, aber weißt du, wie viel das trotzdem war? Weißt du, was Kino auf Holländisch heißt? Bioskop oder so? Weißt du, was für Wörter sind? Dicke Story, Bruder. Wisst ihr, wie ich Wochen etwas krass gegangen bin? Oder Kollego. Ja, easy, gib mir den. Danke. Das ist mein Setup. Mir wird gleich gezaubert und mehr habe ich auch nicht dabei. Test ist geschafft, lief tatsächlich sogar besser als gedacht, also lief wirklich sogar richtig gut. Also ich habe, denke ich mal, safe bestanden. Ich war jetzt auch maximal, glaube ich, eine Dreiviertelstunde in der Uni, also ging alles relativ fix. Bevor ich jetzt aber nach Roermond fahre, was ich auch jetzt von hier aus direkt machen werde, wollte ich euch noch einmal ganz kurz erzählen, was mir an Halloween passiert ist und euch meinen Autounfall zeigen. Ich glaube, man kann es relativ gut erkennen. Hier zieht sich über die komplette Tür bis nach hier hinten. Die Tür ist auch noch ein bisschen getitscht, also am Ende des Tages muss hier gefühlt die ganze Seite ausgetauscht werden. Jetzt erwartet ihr wahrscheinlich so eine übertrieben krasse Story, wie das passiert ist, aber ich kann kurz und knapp sagen, ich bin einfach jemandem reingefahren, auf ganz entspannt. Ihr kennt ja diese Straßen, wo auf beiden Seiten Autos parken, wo dann, wenn ein Auto einem entgegenkommt, man so in die Lücke fahren muss. Also dieses klassische, war eine sehr, sehr enge Straße, es war dunkel und ich war nicht richtig aufmerksam. Bin dann gefahren, an dem kompletten Auto so vorbeigeschrappt, sehr, 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 sehr dumm. Passiert, was soll man machen? Versicherung regelt hoffentlich, also wir haben die Polizei gerufen, bla bla, alles entspannt. Ist ein bisschen ärgerlich, weil ich das Auto jetzt auch bald abgeben muss, kriege ja bald ein neues Auto. Boah, das ist schon echt wack. Man kann auch hier richtig gut noch den grünen Lack sehen vom anderen Auto. Hier komplett gegengeschliffen, hier alles komplett. Ist nicht so schön, aber was soll man machen. Das war tatsächlich jetzt mein allererster Unfall. Seitdem ich jetzt seit 3,5 Jahren Auto fahre, noch nie einen Unfall gebaut, das war mein allererster Unfall. War jetzt auch kein krasser Unfall, ne? Aber ist halt einfach ärgerlich. Habt ihr jetzt auch noch mal kurz gesehen, kleines Live-Update. Und jetzt fahre ich nach Roermond. Ich glaube, ich fahre so circa 15, 20 Minuten. Bis jetzt der Tag eigentlich ein Erfolg, weil ich bin relativ gut gelaunt, denn ich bin davon ausgegangen, dass ich den Test verkacke. Ich habe ihn nicht verkackt. Also, läuft. Fahren jetzt los. Let's go. Boah, ich bin echt gespannt, was mich jetzt erwartet. Also, ich war so lange nicht mehr hier. Ich habe aber mitbekommen, dass es jetzt hier angeblich einen Off-White-Store gibt. Den werde ich auf jeden Fall mal abchecken. Ansonsten die klassischen Sachen Nike, Carhartt, Prada und so weiter. Ohne viel labern. First Stop, Nike. Ich hoffe auf Socken, weil die brauche ich auf jeden Fall. Vielleicht ein paar andere Sachen. Mal schauen. Ah, ja.
Okay, guck jetzt mal, was hier so geht. Und wenn ich irgendwas finde, dann melde ich mich. Das ist immer so ein Kampf hier in diesen Outlets, vertraut mir. Weil ihr müsst da wirklich stöbern, weil hier ist wirklich 80% eigentlich nur Trash. Das ist eigentlich sogar ganz geil. Wir haben hier so ein Swoosh-Stitching in der Mitte. Ansonsten clean, im schönen Blauton. Aber es gibt halt nur noch LLL und XL. Und L wahrscheinlich zu groß sein, aber ich meine für 23 Euro probiere ich das mal an. Ist eigentlich ganz cool. Boah, die Trackpants, auch sehr, sehr böse. In so einem Grün, kann auch cool kommen. Ich glaube, ich probiere auch hier mal eine M. Doch, die ist geil. Schwarze Trackpants, auch geil. Ich glaube, die nehme ich auch mal mit in einer, wir nehmen eine L. Die Socken hier, sehr, sehr cool. Übertrieben cool. Ich glaube, hiervon nehme ich auch ein paar mit. Boah, es gibt hier auch diese Tech-Fleece-Hosen. Da hätte ich safe eine von mitgenommen, aber die sind alle nur noch in XXL da. Also jede einzelne Hose hier, ihr könnt sehen, ist XXL. Was geht, was geht? Ich wurde jetzt hier irgendwie in die barrierefreie Umkleidekabine geschickt. Ich meine, gucke ich mal an, wie groß die ist. Wir haben vier Sachen. Blaues Shirt, blaue Jogginghose, schwarze Trackpants und grüne Trackpants. Die Socken muss ich jetzt, glaube ich, nicht anprobieren. Also das hier wäre jetzt einmal die schwarze. An sich übertrieben gemütlich. Nur die ist irgendwie für eine L ein bisschen kurz. Also checkt ihr, was ich meine? Die ist ein bisschen klein. Okay, die grüne nehme ich safe mit. Boah. Die kommt sehr, 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 sehr nice und die kostet einfach nur 35 Euro. Cooler Farbton, habe ich so noch nicht oft gesehen. Und wie gesagt, für 35 Euro macht man da, glaube ich, nichts falsch. Deswegen wird die auf jeden Fall safe eingepackt. Ich glaube, zu der Hose muss ich nicht viel sagen. Also an sich ist es eigentlich cool, weil die ist halt so übertrieben breit. Aber die ist mir halt, also die ist mir halt viel zu riesig. Die ist so groß. Die gibt es nur noch in der Größe L. Das ist die kleinste Größe. Aber die wäre auch cool gewesen eigentlich. Aber die ist auf jeden Fall zu groß, Digga. Da schwimme ich drin. Ja, und wie schon erwartet, das ist halt einfach zu lang. Ich habe jetzt hier nochmal die grüne in schwarz gefunden. Und die probiere ich gar nicht jetzt an. Die nehme ich einfach direkt mit. Ich meine, für 30 Euro machst du mit den beiden Hosen gar nichts falsch. Socken werden eingepackt. Erster Store. Erste Pickups. Also ich würde mal sagen, eine sehr, sehr gute Quote. Krass. Und da ist einfach der Off-White-Store. Da vorne ist Prada. Ich glaube, hier war vorher immer Hugo Boss oder so drin. Einfach ein Off-White-Store im Outlet. Also hier kostet zum Beispiel so ein T-Shirt anstatt 240 Euro, 156 Euro. Digga, die haben ja einfach noch so diesen übertriebenen Oldschool-Shit aus, keine Ahnung, 2014 oder so. Weil hier ist eigentlich echt, ihr könnt sehen, übertrieben viel am Start, ne? Ich muss aber sagen, ich finde die Trackpants auch übertrieben schön, aber die gibt es nur noch in S, beziehungsweise die hängt hier nur noch in S. Ich frage mal, ob die vielleicht auch noch in der M haben. Hier Simpsons Collab, das ist auch am Start. Unfassbar fresh. We are at the Umkleidekabine. Ich habe jetzt einmal die grüne Trackpants, weil ich habe mir eben auch keine grüne Trackpants gekauft bei Nike. Und diese Marble Sunglasses. Nur leider ist das diese XXL-Version. Die sind echt sehr, sehr groß. Naja, wir geben ihm einen Versuch. Mal gucken. Ich probiere das Ganze jetzt mal mit euch zusammen live an. Die ist viel zu groß, Digga. Oh mein Gott. Naja. Ja, fresh. Also ich glaube, die nehme ich mit. Nächster Kopf. Haben wir dann auch schon mal gesichert bei Off-White, und zwar die Brille hier. Digga, ich sehe aus wie ein Taucher. Sieht aus wie eine Taucherbrille. Brille war schon mal Hammer. Jetzt muss nur noch die Hose genauso gut sein. I'm just trying it on. One second. Ich wollte mir bei Off-White eigentlich eh nichts kaufen. Das Einzige, was mich interessiert hat, waren halt eben Sonnenbrillen, weil ich finde Off-White-Sonnenbrillen echt fresh und habe halt gehofft, dass die vielleicht welche da haben. Hatten sie auch, aber halt leider keine nicen. Da ist es auch nicht so schlimm. Wir steppen jetzt rein bei Prada. Weil da wird sich jetzt genauso viel gekauft. Prada, so wack. Es ist so wack gewesen, dass ich euch immer irgendwas gezeigt habe, weil das so wack war. Wir hatten wirklich nur irgendwelche Anzüge und irgendwelche komischen alten Ledersachen. Da habe ich schon bessere Zeiten von Prada erlebt hier im Outlet. Da ist Starbucks und da gehe ich auf jeden Fall jetzt rein, weil ich verdurste hier. Es geht nicht. Was soll ich machen? Tom hat sich soeben seinen Frappuccino abgeholt und größter Impulskauf, mega dumm gewesen, für so einen Becher gekauft. Ich überlege gerade, wo ich als nächstes hingehe, aber ich glaube, es wird Carhartt und ich sage euch ehrlich, viel mehr Läden, wo ich hingehe, gibt es auch gar nicht. Es ist eigentlich immer dasselbe, es ist Nike, Carhartt, Prada, Levi's, so die Wave. Aber man muss auch ehrlich sagen, hier ist einfach so unfassbar viel Schmutz, also hier sind so Schmutzläden. So, was will ich bei River Woods oder was will ich bei Jack Wolfskin? Und da vorne haben wir Carhartt. Schauen. Beten, dass irgendwas Cooles hier ist. Nur Müll. Und alles, was ich immer gesagt habe, von wegen hier, Cargohosen von Carhartt gibt es hier für 60 Euro. Nehme ich alles zurück, gibt es nicht mehr. Aus dem Sortiment genommen, gibt es hier nicht mehr. Downgrade. Sehr, sehr großes Downgrade. Und damit hat sich das Outlet auch eigentlich für heute erledigt. Viel mehr coole Läden gibt es hier nicht, die ich abchecken will. Downgrade. Ich bin enttäuscht. Aber es hat mir gezeigt, letztes Jahr, wo ich nicht hier war, habe ich noch nichts verpasst. Wir haben wenigstens ein Starbucks Latest Pickup. Und wir haben was bei Nike geholt. Jetzt fahre ich nach Hause, beziehungsweise ich fahre jetzt zu meiner Oma, hol da ein Paket ab. Das packen wir auch noch zusammen aus.
Aufmachen. Say hello to the camera. Wohin fliegst du? An Kanarien. Das wievielte Mal? Bitte? Das wievielte Mal? Oh, weißt du was? 30. Mal? 89, das erste Mal. Und dann jedes Jahr. Bloß jetzt zwei Jahre nicht. Jetset. Hier haben wir einmal mein wunderschönes kleines Paket, was ich bestellt habe, habe ich gerade abgeholt. Ihr habt meine Oma ja auch gerade gesehen. Die fliegt morgen in den Urlaub nach Gran Canaria, das 30. Mal, also komplett crazy. Ihr habt es ja auch gerade gehört, seit 1989, jedes Jahr, bis auf die letzten 3 Jahre, da hat sie es nicht mehr gemacht, weil sie sich nicht mehr getraut hat. Aber jetzt traut sie sich wieder mit ihren Freundinnen, die machen irgendwie jedes Jahr so einen Girlstrip und ich gönne sie auf jeden Fall. Sie fliegt morgen weg, deswegen kann ich mich auch jetzt hier ein bisschen verabschieden. Und währenddessen ich das Ganze hier aufmache, wollte ich euch auch noch einmal ganz kurz an die Heatmove mit App erinnern. Habt ihr die noch nicht? Wirklich? Dann ladet euch die App runter, weil die App carriert euren ganzen Streetwear- und Sneaker-Alltag. Ihr habt einen Release-Kalender. Ihr kriegt Notifications, wenn Schuhe restocken. Ihr kriegt viele weitere Sachen. Deswegen, erster Link zur App in der Beschreibung. Benutze ich selber seit 3 Jahren. Baba App. Hier haben wir meine Bestellung von Represent. Und zwar habe ich mir nämlich 2 Caps bestellt. Oh nee, die sind so, die sind so gerade. Oh, das wusste ich nicht. Oh. Wir haben einmal 2 Stück. Die hier in grün ist so eine New Era Kooperation. Und zwar ist es keine Fitted Cap. Die hat hinten so ein verstellbares Ding, was ich sehr gut finde. Eben einmal in grün. Und das Ganze haben wir auch nochmal hier in braun. Finde ich auch sehr, sehr schön. Jetzt fragt ihr euch, Jan, warum eigentlich letzte Zeit so viele Caps, dies, das? Ganz einfacher Grund. Ich finde es eigentlich mittlerweile echt fresh. Ich trage voll gerne Caps. Und ich lasse meine Haare gerade wachsen, die sind extrem, extrem lang. Ich kann damit gar nichts anfangen, denn ich habe in der Zukunft ein bisschen was mit meinen Haaren vor. Werdet ihr dann auch sehen, weil ich habe einfach Bock auf Veränderungen. Ihr kennt das ja, ihr denkt euch so, boah, ich brauche irgendwas Neues. Seid gespannt, ich lasse die jetzt nicht lang wachsen, aber ich will da ein bisschen was mit machen und deswegen muss ich die gerade ein bisschen wachsen lassen. Ihr werdet es dann sehen, Freunde, wird wahrscheinlich eh scheiße aussehen. Warum habe ich jetzt einen Voice Crack? Komm, scheiß drauf. Digga, die ist halt so gerade, das ist halt, aber ich kann die so ein bisschen biegen eigentlich. Digga, ich sehe aus wie ein Spaß. Na, ich muss mal gucken, vielleicht kann man die irgendwie so ein bisschen biegen, dass die halt, ne, so ein bisschen gebogener sind irgendwie. Ah, Digga, ich sehe aus wie ein Spaß, das geht nicht klar. Meine Oma ist auch einfach so in Trance. Ich sag euch, meine Oma hat irgend so eine Serie, die guckt die jeden Tag um dieselbe Uhrzeit. Wenn diese Serie läuft, dann darfst du die Dame auch einfach nicht stören. Und das Ding ist, das läuft da wirklich auf Lautstärke 100. Aber ich werde sie jetzt stören, damit muss sie klarkommen, denn ich will mich von ihr verabschieden und sie fliegt morgen in den Urlaub. Kleines soziales Experiment jetzt hier an der Stelle. Ich werde jetzt testen, wie sehr meine Oma mich liebt. Und zwar habe ich die Cap an. Wir wissen alle, das sieht mega scheiße aus. Muss ich auch keinem was erzählen. Ich werde sie jetzt fragen, wie sie das Ganze an mir findet, meine neue Cap. Und wenn sie sagt, dass es gut aussieht, dann liebt die mich einfach. Dann ist es einfach eine süße, liebende Oma. Ich werde sie jetzt fragen und bei ihrer Serie stören. Ist halt leider so. Psch. Oma? Wie findest du meine Mütze? Die ist neu. Schön? Steht die mir? Steht die mir? Ja, sieht gut aus. Experiment war erfolgreich. Es hat sich bewiesen, meine Oma liebt mich. Das ist super zu wissen. Ich fahre jetzt nach Hause und dann mache ich mir was zu essen. Ich habe noch nichts gegessen. Wir haben jetzt mittlerweile 4:30 oder so noch nichts gegessen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch noch mal kurz einkaufen, weil ich habe auch nichts zu Hause. Der Vlog ist real. Ich habe es euch gesagt. Was ich auch noch machen darf, ist Wasser wegbringen, neues Wasser holen. Da muss ich noch einkaufen gehen. Ist ein hartes Leben, wenn man alleine wohnt. So ist es leider. Aber so sieht mein Alltag halt einfach aus. Was soll ich machen? Ich habe gerade übrigens mal die schwarze Trackpants angezogen, die ich gerade im Outlet gekauft habe. Ich meine, 30 Euro hat das Ding gekostet. Die habe ich schon noch in grün geholt. Ist ein Baba-Ding. Sehr, sehr gemütlich. Entspannter, cooler Fit zum Chillen. Sehr, sehr nice. Und wir gehen jetzt raus, Sachen erledigen. Hammer. Einfach Hammer. Geiler Tag. Die heutige Ausbeute. Wasser, Pfanne Eistee, Lemon Lime, 2 grüne Red Bull und vertraut mir, 4-Blow Wassermühle Minze, 11 von 10, underrated und Wasserfest. Müllbeutel, Waschmittel, das sind Sachen, die kaufe ich doch gerne. Und jetzt geht's noch da rein, dann haben wir das auch erledigt. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 8:30 abends, ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs, hab Sachen erledigt, hab mich noch mit ein paar Leuten getroffen, dies und das, aber nichts Interessantes, weil ich jetzt irgendwie mies filmen musste. Ich bekomme jetzt gleich noch Besuch von ein paar Kollegen, wir gucken zusammen Champions League
Und dann wäre es doch eigentlich von dem Tag gewesen. Viel mehr kann ich auch gar nicht mehr filmen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreibt sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Alltagsvlogs findet, ob ihr mehr davon haben wollt, ob ihr sagt, boah, nee, Jan, mega wack, macht das nie wieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer beim nächsten Video wieder. Haut rein, genießt die Woche. Vergesst nicht zu liken und vergesst nicht zu abonnieren. Lasst ein Abo da, macht nicht diesen hier. Haut rein, wir sehen uns und... Ciao.